Ja, was denn? Sehe ich aus wie jemand, der 45 Euro für dieses Piratenkostüm ausgegeben hat? Vielleicht. Aber sehe ich aus wie jemand, der seine ganze Beute in irgendwelche Streaming-Services steckt? Pff, einst waren wir gefürchtet. Ganze Abmahnwellen hat man wegen uns herausgeschickt und Kopierschutzmechanismen erfunden. Und dann kamen die großen Streaming-Services, die On-Demand-Services, die es jedem ermöglichten, für einen schmalen Taler Zugriff auf all ihre Filme, Spiele und Software zu erhalten. Wo ist denn da der Nervenkitzel, wenn man nicht mal von der königlichen Truppe gejagt wird? Wie es scheint, ist das goldene Zeitalter der Piraterie... Seht doch! Dort am Horizont! Doch noch nicht ganz vorbei. Das Jahr 1770. Ein junger Knabe namens Wolfgang Amadeus Mozart besucht die Sixtinische Kapelle und hört sich dort ein Musikstück an. Und Mozart feiert den Vibe so hart, dass er später am Abend davon in seiner Unterkunft eine Gedächtniskopie anfertigen wird. A fucking analoges Copy-Paste. Und es ist tatsächlich krass, wie sehr sich am Ende die beiden Stücke ähneln werden. Das hier ist das Original. Und das hier Mozarts Version. Ob das alles wirklich so geschehen ist, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube generell an nichts, was vor meiner Geburt stattgefunden hat. Deswegen, Pixar didn't happen, Mozart. Aber tatsächlich gilt Mozart damit als einer der allerersten, dem Piraterie vorgeworfen wird. Abgesehen von diesen Piraten. Doch das goldene Zeitalter der Piraterie begann erst weitaus später. Ganz am Anfang der 2000er gab es nicht nur einen Hype um Tamagotchis und ICQ. Shoutout Andy, ich weiß nicht, was ich gestern zu Mittag hatte, aber kenne meine ICQ-Nummer immer noch, Gang. Sondern auch einen Hype um eine kleine Software namens Napster. Nun muss man verstehen, in welcher Zeit wir uns hier gerade befinden. Gerhard Schröder war immer noch Bundeskanzler. Der Briefträger hat hier eine kostenlose Probeversion vom Internet in den Briefkasten geworfen. Und wer seinen Lieblingssong hören wollte, auch wenn er nicht gerade zufällig auf MTV lief, der musste irgendwo in den nächstbesten Laden fahren und sich die Single oder das Album als physische Version kaufen. Generell musstest du deinen Arsch damals noch irgendwo hin verfrachten, wenn du irgendwas haben wolltest. Du wolltest den neuen Jackass sehen? Dann viel Glück, dich an der Kinokasse als 18-Jähriger auszugeben oder deine Mutter in der Videothek davon zu überzeugen, dass es sich hier nur um ein paar Freunde handelt, die zusammen einkaufen gehen. Doch mit Napster etablierte sich damals erstmals eine sogenannte Musiktauschbörse. Die nutzte damals ein revolutionäres Verfahren, bei dem die Songs nicht irgendwo von einem zentralen Server heruntergeladen wurden, sondern direkt von dem PC anderer Napster-User gezogen wurden. Und im Umkehrschluss durchforstete die Software natürlich deine Festplatte auf der Suche nach Songs, die sich andere User dann von deinem PC ziehen konnten. Hey, und wie gefährlich konnte schon diese süße Katze mit Kopfhörern und ein User namens AssDestroyer69 schon sein? Mit Tauschbörsen wie Napster, LimeWire oder Kazaa war es immer so ein bisschen wie Minesweeper spielen. Entweder hattest du mit einem Mausklick den neuen Bon Jovi-Song, oder du hast dir eben 5 Terabyte Pferde runtergeladen. Während die Nutzer natürlich begeistert davon waren, wie einfach es durch die Tauschbörsen geworden ist, sich lauter geilen Scheiß kostenlos runterzuladen, fanden das die ganzen Filmstudios und Musiklabels gar nicht mal so geil. Und die haben deshalb damit angefangen, die richtig großen Fische im File-Sharing-Business hochzunehmen und anzuklagen. Ein 12-jähriges Mädchen, das sich ahnungslos ein paar ihrer Lieblingssongs runtergeladen hat, get fucking wrecked und zahl $150.000 Strafe. Eine 83-jährige Oma, die schon längst verstorben war und deren Tochter sogar als Nachweis die Sterbeurkunde mitgeschickt hat? Fuck you, Anzeige ist raus. Doch das alles sollte immer noch nicht der Grund sein, warum das goldene Zeitalter der Piraterie enden und letztendlich bei den Fischen schlafen sollte. Bei den Fischen schlafen sollte? Was ist das denn für ein komischer Übergang? Ich bin in einem Werbeblock gelandet, oder? Ganz richtig, aber warte. Nicht skippen. Denn wenn ich hierfür eine Freigabe bekomme, ist der heutige Sponsor auf jeden Fall der GOAT. Nicht alles lässt sich digital herunterladen. Du kannst dir auf Napster zwar eine einstündige Tyler One Scream Audio zum Einschlafen runterladen,
Aber wirklich besser schläfst du mit dem Sponsor des heutigen Videos, nämlich... Alarm! Alarm! Emma Matratzen. Emma hat mir vor ein paar Monaten ihre Elite Airgrip Matratze zukommen lassen, die sich nachts zwar an diesen Adonis-Körper schmiegt, aber dennoch habe ich auf meinem bisherigen Kissen aka Stein immer noch so geschlafen, als ob ich einen Speedrun zum Genickbruch hinlegen würde. Und deshalb hat mir Emma jetzt diese beiden Flauschekissen zur Verfügung gestellt. Diese bieten wie auch die Matratze die Airgrid-Technologie, sodass du zum Einschlafen immer die perfekte Temperatur hast und sie passen sich außerdem deiner Schlafposition an. Und neben kostenlosem Versand und einer 30-tägigen Testphase gibt's aktuell im Ostersale nochmal richtig fette Rabatte. Dabei sind alle möglichen Artikel von Matratzen bis hin zu Kissen oder Accessoires um bis zu 50% reduziert. Und on top auf diese Rabatte gibt es mit meinem Code SKIES5 nochmal 5% Rabatt zusätzlich obendrauf. Der Halbgott Gabe Newell sagte zur Piraterie einst folgendes: Piratery ist fast immer ein Serviceproblem und keine Frage des Geldes. Wenn du jedes Mal in dein Auto steigen musst, um in den nächsten Laden zu fahren, um dir dort die Kopie eines Spiels zu kaufen und dir dann gesagt wird, das ist gar nicht mehr vorrätig, wir können es aber bestellen und es ist in einer Woche da, dann kommt man vielleicht doch in Versuchung, sich durch die 5 Terabyte Pferde durchzuklicken und sich das Spiel einfach sofort und kostenlos runterzuladen. Ich würde jetzt nämlich mal behaupten, die wenigsten Leute haben eigentlich Bock drauf, sich irgendeine ominöse Software runterzuladen und ihren PC dabei noch mit 35 Trojanern wegzuscheppern. Aber es war in vielen Fällen eben die weitaus komfortablere Lösung. Und das begriffen irgendwann endlich auch die Anbieter. Mit dem Erscheinen von Netflix und Steam halbierten sich gleich mal die Anzahl illegaler Downloads. Die Leute waren nämlich durchaus dazu bereit, Geld dafür auszugeben, dass sie sich nicht auf Kinox durch 400.000 Pop-ups die Minute durchklicken müssen, um sich dann irgendeinem mit einem Toaster abgefilmten Kinofilm in 240p anzuschauen, während der Kameramann dabei zeitgleich so schnauft, als ob an ihm gerade eine Herzklappen-OP durchgeführt werden würde. Durch Spotify hatte man sofort und von überall aus Zugriff auf Alben und Singles der letzten 300 Jahre, ja, auch auf diesen Halo-Song von Mozart. Und dank Steam konnte man sich Spiele aus einem riesigen Katalog aussuchen, die dabei noch Zusatzfunktionen wie Erfolge oder Cloud-Speicherstände enthielten oder im Sale ein paar richtig gute Schnäppchen machen, die man dann sowieso nie wieder spielt. Und so endete das goldene Zeitalter der Piraterie. Zumindest das erste. Zu viele Köche verderben den Brei. Sprecht's mir nach. Das Konzept von Netflix und Co. war großartig. Zu großartig. Plötzlich schossen neue Streaming-Services wie Pilze aus dem Boden. Und jeder wollte sein Stück vom Kuchen. Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, Apple TV oder Sky Ticket. Der Netflix-Katalog schrumpfte auf einmal enorm, weil alle Anbieter ihre Filmmarken aus dem Sortiment nahmen und auf ihren eigenen Streaming-Plattformen anbieten wollten. Zu Spotify gesellten sich Tidal, Amazon Music, YouTube Music oder Deezer. Und neben Steam gab es nun auch GOG, den Epic Game Store, Ubisoft Connect oder Origin. Also nicht nur, dass der Magier seine Assistentin jetzt in viele kleine Einzelteile zerhackt hatte und sie ins Publikum warf, haufenweise Serien, Filme oder Spiele wurden nun nur noch exklusiv für eine bestimmte Plattform hergestellt oder darauf vertrieben. Der Ursprungsgedanke, dass man der Piraterie entgegenwirken wollte, indem man die Prozesse vereinfachte, wurde letztendlich nicht nur verkompliziert, sondern auch verdammt teuer. Und plötzlich erwischte man sich vielleicht wieder bei dem Gedanken, dass es doch wesentlich einfacher und angenehmer wäre, sich jetzt durch 5 Minuten Pop-ups auf einer bösen Streaming-Plattform durchzuklicken, anstatt sich für den einen Film, den man gucken will und den es nur auf irgendeiner random Streaming-Plattform gibt, extra einen neuen Account mit Abo anzulegen. Doch zum Glück sind unsere digitalen Güter ja wohl behütet und können nicht einfach so beim Umzug in der DVD-Box verloren gehen. Das ist doch richtig magische Miesmuschel, oder? Ha! Du bist gefickt! Oho! Amazon hat in den Terms of Service eine Klausel, dass deine gekauften Filme oder Serien einfach so aus der Bibliothek verschwinden können, wenn es Lizenzprobleme gibt? Ubisoft will deinen Account deaktivieren, weil du zu lange inaktiv warst? Dummkopf! Kauf halt einfach mehr Spiele im Store. PlayStation entfernt deine gekauften Discovery-Shows? Vielen Dank für euren Support.
Deswegen seid ihr mad? Gut, dann lassen wir es halt. Du hast Bock, mal wieder der Pate 2 zu spielen? Schade, keiner hat so richtig Ahnung, wem eigentlich die Lizenzrechte dafür jetzt gehören. Deswegen gibt's keine Online-Version davon, aber diese wundervolle, überteuerte, physische Version oder halt... Und der letzte Saatnagel dürfte der dem Konkurrenzkampf und der Inflation geschuldete Preisanstieg aller On-Demand-Services sein, die sich nun auch noch dafür bezahlen lassen wollen, werbefrei zu bleiben. Nur das Thema Filme mit Werbung hatten wir schon mal. Nennt man Fernsehen? Wenn du mittlerweile alle Streaming-Dienste mit Premium-Account und Werbefrei-Abo nutzen würdest, könntest du stattdessen auch einfach einen Kleinwagen finanzieren. Und das Resultat von all dem? Die Piraterie ist wieder auf dem Vormarsch. So ganz verschwunden war sie natürlich nie. Und sie wird auch immer existieren. Doch es schien, als hätte man ein gutes Mittel gefunden, sie eine Zeit lang wenigstens einzudämmen. Denn Fakt ist, die Leute sind bereit zu bezahlen. Für einen guten, unfairen Service und um die Künstler hinter den Produktionen zu unterstützen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem man wieder das Gefühl bekommt, dass es nur darum geht, dir den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen und man an der Nase herumgeführt wird. Dann ist es kein Wunder, dass wir jetzt vielleicht das zweite goldene Zeitalter der Piraterie erleben werden. Doch was sagt ihr, Freunde des Bartes? Wie viele Dienste schmälern euer Geldsäckel aktuell so? Ist Piraterie moralisch verwerflich? Und war es wirklich 45 Euro wert, dieses Kostüm hier zu kaufen? Schreibt's mir wie immer gerne in die Kommentare. Okay, Abonnent?